Hallo. Also, wenn man mir vor 10 Jahren erzählt hätte, dass ich irgendwann so auf einer Bühne stehe, vor so vielen Menschen, zum Teil Landwirten, mittlerweile Berufskollegen, hätte ich nie dran geglaubt. Ich hätte gelacht, hätte gesagt, ich nicht. Ich bin zwar auf dem Bauernhof groß geworden, ne, irgendwo in Baden-Württemberg, so im Norden oben, und wollte aber nie Landwirt werden. Es gab meinen Bruder, der war älter, das war klar, der ältere Bruder übernimmt den Hof und der macht es auch. Und der Kleine, Hauptsache der schafft was, das ist dann schon okay, wenn der irgendwas macht. So wie es dann dazu kam, dass ich Modefotograf wurde, das war auch eigentlich ein langer Umweg. Zuerst mal habe ich eine Ausbildung zum Koch gemacht, habe dann meinen Zivildienst absolviert, das gab es damals ja noch, und bin dann für ein Jahr nach Neuseeland. Auch so eine nette Geschichte, dass meine Mutter irgendwo im landwirtschaftlichen Wochenblatt las, man könne ja in Neuseeland Work and Travel machen. Und dann hat sie gesagt, mach doch das. Und dann habe ich nur gesagt, was will ich in England, ich will weit weg. Hat sich relativ schnell herausgestellt, dass Neuseeland nicht bei England ist, sondern ziemlich weit weg ist. Und dann war ich dann da. Und in Neuseeland habe ich mir damals so richtig Gedanken gemacht, was willst du eigentlich machen, was willst du werden? So, ne? Und dann war ich halt in einem Land, wahnsinnig schöne Landschaften und es war alles ganz schön. Fotografieren hat mich interessiert, also habe ich beschlossen, ich werde Fotograf, reise um die Welt und arbeite für die GEO und die National Geographic und sowas. Das war gesetztes Ziel. Also galt es, das umzusetzen, zurück in Deutschland auf die Schule, Abitur nachholen, weil ich wollte studieren. Also dann nach dem Abitur so gesagt, ja, jetzt mache ich erstmal ein Praktikum in einem Fotostudio, um zu gucken, was die überhaupt so machen. Und bin dann in Hamburg gelandet, in einem Fotostudio, in dem hauptsächlich Mode- und Beauty-Fotografie gemacht wurde. Und das war für mich dann auch wiederum ein Bereich, den kannte ich noch gar nicht, wusste ich gar nicht, was das ist und dachte so, ah ja, okay, ist ja ganz interessant, macht Spaß, kann ich mir vorstellen, mache ich doch das, da kann ich bestimmt auch Reisen, Geld verdienen und so weiter und so fort. Hab dann angefangen zu testen mit jungen Assistentinnen von Modemagazinen, junge Modelle, wir mussten ja alle unser Portfolio aufbauen, hat man dann gemacht und hat angefangen zu fotografieren. Das lief relativ schnell gut an, ich konnte für verschiedene Magazine arbeiten und habe dann entschlossen, studieren brauche ich eigentlich nicht, dann bin ich wieder von meinen Eltern abhängig und so, ich gehe diesen Weg, ich mache das Autodidakt und werde Fotograf. Das hat dann auch tatsächlich 15 Jahre lang geklappt, also das hat hingehauen. Ich war auf der Welt unterwegs, habe Erfahrungen gesammelt, habe fotografiert, habe gemacht, habe viele Dinge gesehen. Und das war auch eine Zeit, in der ich für mich eine neue Lebensweise entdeckt habe oder wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich viel nachhaltiger sein, wie das, was ich jetzt gerade tue. Also der Höhepunkt war für mich so die Zeit in New York, wo ich dann 3 Jahre gelebt habe, wo man eigentlich merkt, man ist in einem System beteiligt, was genau das Kontraproduktive macht. Also Menschen zu animieren, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen oder dem Ausmaß brauchen. Und ich habe einfach gedacht, so, ich will immer nachhaltiger sein, arbeite aber in dem System, irgendwas passt da nicht zusammen. So, das war meine Geschichte. Und dann gab es parallel halt zu Hause noch den Hof meiner Eltern, den mein Bruder dann weitergemacht hat, der aber dann mit Mitte 20 die Diagnose MS bekommen hat und das gesundheitlich nicht so richtig funktioniert hat. Und wie wir vorhin auch schon gehört haben, war zu der Zeit auch noch die Devise wachsen oder weichen. Und meine Eltern waren auch voll auf wachsen, mein Bruder auch noch, man hoffte, es geht ihm irgendwann besser, also ging es immer weiter. Nach Fitmachen für nach der Quote war auch so ein Thema, was natürlich ganz groß war. Wissen wir, dass das Quatsch war, mittlerweile. Auf jeden Fall war es für mich dann halt immer schwierig, wenn ich wieder zu Hause war, zu sehen, in welcher Arbeitsfalle die sich begeben haben. Also es war halt einfach, Umsatz war da, man hat gearbeitet, man hat geschuftet, man hat gemacht, man hat Geld verdient und es ging einfach nur hinten wieder raus und es war auf dem Konto blieb nichts übrig. So, und das war für mich immer schwerer zu sehen. Und parallel dazu, dass ich sage, Nachhaltigkeit. Ich war auf der Verbraucherseite. Mit 15 Jahren weg vom Hof war ich eigentlich kein Landwirt oder nicht mehr auf der Landwirtsseite, sondern ich habe gesehen, das sind Verbraucher. Was wollen die Verbraucher? Gespräche mit Freunden von mir. Wenn die mitbekommen haben, dass ich eben vom Bauernhof bin, war es immer Thema. Also man wollte einfach wissen, was da los ist. Und haben wir vorhin auch schon gehört, die Menschen wissen nicht, dass eine Kuh jedes Jahr ein Kalb geben muss oder bringen muss, dass sie Milch gibt. Also die meisten Leute glauben, ein Kalb und dann reicht das. Sowieso produzieren Landwirte so viele Kälber, wenn man sie doch nicht braucht. Und es sind ganz viele Punkte, wo die Leute einfach ganz weit weg von dem sind, was wir tun. Und da müssen wir wieder ansetzen. Und das haben wir auch schon mehrmals gehört, die Leute neben uns holen und zu sagen, okay, was können wir da machen? Aber zurück, wie es dazu kam, dass ich auf dem Hof gelandet bin. Also ich war dann halt immer öfter zu Hause, habe versucht, mehr zu unterstützen. Und das war dann irgendwann 2011, da war ich dann zu Hause bei meinen Eltern wieder und wahrscheinlich kriedelig und habe irgendwie gemeckert, dass die alles falsch machen. Das macht ja alles keinen Sinn, macht man ja als Sohn ganz gerne. Und habe dann so einen alten Stall abgerissen. Das war eine Scheune, in die man halt Rinder aufgestellt hat, weil irgendwo musste das Produkt von Wachsen ja hin. Und es war arbeitswirtschaftlich aber eine Katastrophe. So, also habe ich dann halt angefangen, das Ding einfach einzureißen und dann musste das neu aufgebaut werden. Und in dem Prozess, wie ich mit meinem Vater zusammen das neu aufgebaut habe, kam er dann irgendwann und sagte, wahrscheinlich habe ich wieder nur gemeckert, ich kann es mir nicht anders vorstellen, ja, man hätte ja genug Fläche und könnte das Ganze biologisch bewirtschaften. So. Und das habe ich einfach nur so im Raum stehen lassen, habe gar nicht drüber nachgedacht und bin dann wieder zurück nach New York und
war wieder in der Welt und parallel zu diesem Gedanken, okay, mein Vater ist bereit dazu, das vielleicht biologisch zu machen, habe ich dann immer mehr diese negative Seite der Mode gesehen und war eigentlich am Ort des Geschehens, wenn man Mode- und Beauty-Fotograf werden will. Da hätte ich durchstarten können und hätte was machen können und habe aber dann eigentlich gedacht, nee, ich will das nicht. Ich möchte mit der Landwirtschaft mehr erreichen zu Hause und kann mit der Landwirtschaft mehr Gutes erreichen, wie ich es in der Fotografie kann. So, dann bin ich wieder zurück, habe meiner Familie eben gesagt, okay, wenn ihr möchtet, dass das der Hof weitergeht, mit mir an eurer Seite, dann kann ich mir das vorstellen, aber nur biologisch. Und da kam natürlich erstmal nur Gegenwind. Und mein Vater wusste nichts mehr davon, dass er das jemals gesagt hätte, war klar, hat er nie gesagt. Für meinen Bruder war es auch so, ne, biologisch, also da wächst ja eh nichts, wenn dann doch was wächst, dann Fusarium, hatten wir auch schon gehört. Und die waren halt sehr voreingenommen dem Thema gegenüber. Mir zugute kam aber der schlechte Milchpreis zu der Zeit und dass die allein das nicht mehr geschafft haben. Das war einfach ganz klar, die brauchen Hilfe. Und so haben wir es dann eben angefangen, dass wir sagen, okay, wir machen das, wir wagen das, wir machen das Ganze biologisch. Und das war der eine Teil und dann haben wir die Umstellung begonnen und das war aber bei weitem nicht der schlimmste Teil oder der schwierigste Teil für mich tatsächlich, weil ich total unterschätzt habe, was auf mich zukommt, wenn man nach 15 Jahren weg von den Eltern wieder zu Hause einzieht. Das ist echt eine harte Nummer. Also das ist, wie viele von euch wahrscheinlich kennen, man fährt Weihnachten nach Hause, man ist sofort in den alten Strukturen, nur dass für mich Weihnachten nie aufgehört hat. Ich war da. Wo gehst du hin, wo kommst du her? Das war alles Thema. So. Das war sehr schwierig. Aber auch für meine Eltern, weil ich natürlich als Fotograf viel rumgekommen bin, viel gesehen habe. Ich hatte schon Ideen, die habe ich mit nach Hause gebracht und habe aber meinen Eltern nicht den Raum gelassen, sich darauf einzustellen, wie die Kobe-Rinder zum Beispiel oder die Wagyu-Rinder. Ich kannte das von meinen Reisen. Also uns wurde das manchmal zum Essen serviert. Und das, ich kannte die Tiere, ich kannte Verbraucher, die das wollen und war einfach an einem ganz anderen Ort wie meine Eltern und habe denen nicht die Zeit gelassen, mitzukommen und habe das zu schlecht erklärt und habe die oft überfahren. Also wie gesagt, einreisen kann ich gut, aufbauen war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen schwierig. Und es war also für beide Seiten schwierig, nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern und auch für meinen Bruder, der natürlich als Hofnachfolger vorgesehen war, dem aber die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und das war auch nicht zu unterschätzen. Das ist auch heute noch schwierig und ich habe größten Respekt vor ihm, er arbeitet immer noch mit und ist da voll dabei, also das ist wirklich Hut ab an dieser Stelle. Generell allen mal Landwirten mal Hut ab, was ihr jeden Tag so macht. Also die Umstellung war dann irgendwann zu Ende, man hat das jetzt so hinter sich und, der zweite Punkt, der noch schwierig war, worum es eigentlich geht, die Fotografie. Dass ich versucht habe, zwischen Fotografie und Landwirtschaft hin und her zu pendeln. Das war eine Zeit lang möglich, das war für die Leute in der Modewelt ganz charmant. Ach, da kommt der Landwirt wieder, was hat er uns heute zu erzählen, was machen deine Wagyu-Rinder? Das war aber eigentlich nicht durchzusetzen, weil zwei solche Berufe, also als Landwirte oder die Landwirte unter uns wissen, ein Vollerwerbshof, das macht man nicht nebenbei und Fotografie auch nicht. Da muss man immer präsent sein. Ich arbeite vielleicht einen Tag in der Woche, bin aber alle anderen Tage damit beschäftigt, Akquise zu machen, meine Bilder zu bearbeiten und so weiter und das hat einfach nicht funktioniert. Ich hatte einen guten Kunden, der mich oft gebucht hat und deshalb war ich immer wieder noch in Hamburg und so und das war auch schön, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich einfach sehe, das geht nicht. Ich kann nicht beides parallel laufen lassen. Das sind dann so Sachen wie, es ist schönes Wetter, es muss stilliert werden, aber ich bin gerade in Hamburg oder es ist ein Event in Hamburg, wo ich Akquise machen kann, ich bin gerade in Rüsselhausen. Das funktioniert nicht. Und deshalb habe ich im Frühjahr auch damit aufgehört zu fotografieren und bin jetzt voll auf dem Hof meiner Eltern. Bin das auch sehr gerne, also ich weiß, dass das die richtige Entscheidung für uns ist und auch für den Hof, also spätestens nach der ersten Milchgeldabrechnung waren meine Eltern auch so, ja okay, kann funktionieren, ist okay, wirtschaftlich der Erfolg ist da, das läuft alles gut und ich bin froh, dass ich zu Hause bin und das zusammen mit meinen Eltern jetzt mache. Wenn ich jetzt aber so zurückdenke an die 15 Jahre, wie ich weg war und was ich so alles eingesammelt habe an Erfahrungen und sowas, kann ich auch nur sagen, ich hätte das vorher nicht gekonnt. Also ich hätte vorher nicht Landwirt werden können, weil ich genau das Gleiche gemacht hätte wie meine Eltern. Nur diese Zeit weg, Erfahrungen sammeln, andere Dinge sehen und vielleicht neue Ideen mit auf den Hof bringen. Das ist so ein bisschen zu vergleichen mit der Walz, weil man früher Zimmermänner weggeschickt hat und gesagt hat, Leute, geht raus, schaut euch was Neues an, was die anderen machen und kommt nach 3 Jahren zurück. Ich weiß, dass jetzt nicht jeder seine Kinder irgendwie 3 Jahre vom Hof jagen kann, aber manchmal wäre es schon gut, wenn man ein bisschen in die Welt geht und sich was Neues anschaut und wieder zurückkommt und das zu Hause umsetzt und sich halt nicht nur vom Traktor des Nachbarn inspiriert, weil der neu und groß ist, sondern einfach wirklich so eigene Wege gehen. Und das haben wir heute ja schon oft gehört, dass jeder versucht, da seine Nische zu finden und das Interesse der Verbraucher ist da, das habe ich gesehen, das ist immer Thema und so. Und die Lust an guten Lebensmitteln ist auch da. Und so ganz so schlecht ist unser Ruf eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Ob das jetzt konventionell ist oder biologisch, das habe ich auch in meiner Zeit in der Ausbildung jetzt wieder gesehen. Es gibt da draußen sehr gute konventionelle Landwirte und ein Betrieb mit 400 Milchkühen kann genauso gut sein wie ein biologischer mit 10 Milchkühen. Also da muss man wirklich differenzieren. Und das zu differenzieren schaffen wir nur, wenn wir die Verbraucher zu uns holen, auf eine Seite, weil eigentlich wollen wir das.
Es ist so ein ganz schönes Beispiel in Berlin zum Beispiel zur Grünen Woche. Da gibt es dann zwei Demonstrationen. Die eine, wir haben satt, und die andere, wir machen satt. Das sind zum Teil Bauern und deren Verband, deren Bioverband auf der Demonstration, wir haben es satt, mitläuft, und die Landwirte laufen auf der Seite, wir machen satt mit. Das kann nicht sein, dass wir auf zwei unterschiedlichen Demonstrationen sind. Wir müssen zusammenstehen, weil eigentlich wollen wir alle das Gleiche. Also wir wollen, dass der Verbraucher gute Sachen für uns hat. Danke. Und ja, das war eigentlich schon mein Fazit, dass wir einfach sagen, Leute, macht eure Stalltüren auf, holt euch den Verbraucher ran, und nur dann kann es eben was werden, dass wir zukunftsfähig sind und dass auch wir Lust an der Arbeit wieder haben, dass wir gut entlohnt werden und dass auch Kinder Bock haben, das weiterzumachen. Damit wäre ich am Ende. Dankeschön.